Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch etwas, was ich letzte Woche ganz spontan mir bestellt habe. Und zwar beim Lidl hat es so einen Kreuzlinienleser, und zwar einen 360 Grad, im Angebot gegeben. Und da ich sowas noch nicht hatte, habe ich mir überlegt, das wäre ganz gut, weil ich habe nur einen normalen Kreuzlinienleser. Und da habe ich immer wegen das Problem, wenn ich einen großen Raum habe, will auf der Gegenseite was machen, da sehe ich das nicht. Und ist zwar möglich, dass man es ausrichtet, ist aber immer ein bisschen mit Trouble verbunden. So, und jetzt möchte ich mit euch ein Unboxing machen. Möchte euch mal vorstellen, was da alles drin ist und die Eindrücke zu dem Laser und von der Verarbeitung. So, dann nehme ich mal die Schachtel weg, tue mal die Teile raus. Gut, dann fange ich als erstes mit dem Stativ an. Das ist eine relativ billige Ausführung. Ich meine, bei dem Preis kann man nichts anderes erwarten. Das ist, wenn man das mal einmal im Jahr einsetzt, ist das Ding durchaus zu gebrauchen. Aber für mich, also ich habe ja genug Stative, werde ich das gleich gegen ein richtiges Stativ austauschen. Also, ne? Gut, dann machen wir mal weiter. Was noch in der Kiste ist, das ist einmal hier ein USB-C-Kabel. Finde ich gut, moderne Technik. Gut, dann schauen wir uns mal den Laser an. Auf den ersten Blick macht das Gerät einen sehr wertigen Eindruck. Hier an der Seite ist die Verriegelung für die Selbstnivellierung. Dann haben wir da hinten den USB-C-Anschluss mit dem Akku. Akku finde ich gar nicht so schlecht. Ist natürlich der Nachteil, wenn man den Akku nicht geladen hat. Aber für mich ist es kein Thema, weil ich habe immer eine Powerbank dabei. So, dann machen wir mal weiter. Dann ist da oben der Einschalter. Ich schalte es mal kurz ein. Dann sieht man hier, hat sich nichts selbst nivelliert. Und das ist die Ladekontrollleuchte. Die ist praktisch, wenn der Akku leer ist, ist die rot beim Laden. Wenn es geladen ist, ist sie grün. Ich mache jetzt mal praktisch das hier los. Dann nivelliert er sich. Und man sieht, ich habe jetzt hier im Studio habe ich LED-Lampen. Und die sind voll aufgeregelt. Man sieht also, wenn ich den Raum am anderen Ende sehe, erkenne ich deutlich, der Raum hat ungefähr eine Größe von so 7 Meter. Eindeutig schön den grünen Streifen ringsherum im Raum. Also es funktioniert wirklich wunderbar. Ich mache jetzt mal zum Vergleich mein bisheriges Gerät dazu. Und zwar, das ist ein Laserliner. Der sieht dann so aus. Der ist auch mit einem grünen Laser. Und man sieht also, dass die beiden Geräte wunderbar zu lesen sind. Also sie machen einen sehr guten Eindruck. Was man da noch machen kann an dem Gerät, man kann natürlich die Selbstnivellierung abschalten. Wenn man zum Beispiel etwas schräg anreißen möchte, ich mache das mal hier, dann kann ich das Ganze natürlich so drehen. Ne? Also auf ein Stativ, das hat einen Stativanschluss, dann ausrichten und dann kann ich zum Beispiel auch Treppen oder schräge Sachen, schräge Wände etc. damit anreißen. Also bis jetzt muss ich sagen, macht das Gerät einen sehr guten Eindruck. Und ich freue mich schon, das dann im Test mal zu probieren, wenn ich wieder ein Projekt habe, wo ich einen Laser brauche, zum Bilder aufhängen. Weil dafür ist es natürlich super, weil ich jetzt die Möglichkeit habe, einen Raum praktisch 360 Grad die Bilder aufzuhängen. Ne? Und vorher musste ich dann immer die Stative umstellen. Und da war schon ein gewisses Risiko dabei, dass es nicht hundertprozentig exakt gerade ist, ne? Wenn man den auf die andere Seite dreht. Gut, das war's für heute. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.